Ja, hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play Lost Viadomus, ein neues Projekt von mir, was schon seit Ewigkeiten bei den geplanten Projekten steht. Und jetzt beginne ich es doch tatsächlich mal, obwohl ich noch zwei offene Let's Plays habe. Aber es lachte mich ebenso an und ich konnte nicht anders, als zu sagen: Hey, da machst du jetzt sofort ein Video von und von nichts anderem. Ja, Mafia 2 und Wolfenhain liegen natürlich nicht auf Eis, geht auch weiter. Heute kam ja mal gar kein Video, heute meine ich Sonntag, aber es ist immer noch Sonntag und ich nehme jetzt was auf. Ich hatte nämlich kein Material mehr und viel zu tun und deswegen habe ich keine Zeit gefunden. Aber jetzt, was mache ich denn hier mit dem Stück Papier? Egal, ich lege es wieder beiseite, bevor sich noch jemand verletzt. Ja, ich weiß auch nicht, ob die Einstellungen hier richtig sind, ob hier die Musik laut genug oder eher zu laut ist, weil ich habe das Spiel ja schon mal Let's Play, zumindest angefangen, und da hatte ich halt das Problem, dass in den ersten Videos meine Stimme mal viel zu leise war, also so richtig leise, dass die Musik, die hat das so übertönt, dass ich gar nicht zu hören war, außer hier halt im Hauptmenü, da ging das, aber wo es dann richtig zur Action kam, da war dann total Ende im Gelände. Ja, und wir fangen dann gleich mal an, aber vorab noch eine kleine Warnung für all diejenigen unter euch, die Lost noch nie gesehen haben, aber irgendwie im Kopf haben, so ich guck das doch mal morgen oder nächsten Monat oder nächstes Jahr oder nächstes Jahrzehnt. Ja, die sollten das vielleicht mal besser hier nicht schauen, weil das Spiel natürlich spoilert, ist ja ein Spiel zu Lost, erzählt zwar eine eigene Geschichte, aber bezieht sich auf die ersten drei Staffeln, wenn ich mich nicht irre. Ich habe es noch nicht durchgespielt, ich weiß es nicht, aber ich meine, das gelesen zu haben vor irgendwie einem Jahr oder so. Ja, jedenfalls habe ich das wohl irgendwie gelesen und wer da nicht gespoilert werden möchte, der sollte sich das hier nicht antun, weil das kann ich nicht verhindern und wenn irgendwas da ist, wo ich mich irgendwie erinnere, dann werde ich das natürlich auch ansprechen, weil ich absoluter Lost-Fanatiker bin. Ich rede ja auch schon in anderen Let's Plays von Lost, also werde ich das nicht verhindern können. Was halte ich hier schon wieder in der Hand? Ich halte hier ständig was in der Hand, wenn ich hier so rede und nichts drücken muss. Also fangen wir besser mal an. Sind bestimmt schon wieder 5 Minuten um oder so. Und ich nehme jetzt erstmal auf die erste Episode oder wie weit es geht. Ah, was kommt denn jetzt? Hier, dieses Spiel speichert den Spielstand automatisch, wenn das Speichersymbol angezeigt wird. Ja, schön, dass es automatisch speichert. Für mich jetzt nicht so praktisch, weil ich dann immer darauf achten muss und nicht zwischendurch einfach abbrechen kann, das Let's Play, wenn ich sage, ja, jetzt habe ich keine Bock, jetzt habe ich keine Bock mehr. Oder wenn ich sage, ja, ich bin jetzt am Ende oder ich kann nicht speichern, wann ich will. Das ist doof. Ja, ich soll eine beliebige Taste drücken. Dann machen wir das mal. Ich drücke jetzt das Ä-Zeichen. Getan. Ja, was sagt denn der Charlie da oben links? Ja, ich wollte sich rechts sagen. Ich habe eigentlich gar keine Rechts-Links-Schwäche. Ich bin nun mal wieder zu müde, um eigentlich was aufzunehmen. Perfekt, um Let's Play zu machen. So, jetzt habe ich gar nicht gelesen, was der Charlie sagt. Der Lock sagt jedenfalls, wir sind alle aus einem bestimmten Grund hier. Ja, hier auf dieser Erde. Der Grund war, dass ja, der Vater auf der Mutter lag. So, dann sagte die Shannon noch was. So, jetzt speichert und das Intro kommt. Ich sollte die Klappe halten. Ja, ist gerade ein bisschen leise. Ihr könnt es ja unten mitlesen. Ich gucke gleich, ob ich das ein bisschen lauter machen muss. Ups, das tat wohl weh. Es war echt ein bisschen leise. Ich kriege hier auch nichts von der Atmo mit. Von der Atmosphäre natürlich. Was sollte ich sonst mit Atmo meinen? So, wie man sieht, ja, gab es so ein paar leichte Turbulenzen. Und das Flugzeug bricht jetzt unglücklicherweise auseinander, aber wir sitzen Gott sei Dank noch drin. Die anderen lernen schon das Fliegen. Und da kommt das Lost Opening. Ja, das ist jetzt nicht so lang. Da kommt immer dieses Lost-Dingsbums. Das ist auch bei der Serie so. Und dann kommt ein unheimlicher Ton, den man wahrscheinlich jetzt gerade gar nicht hört. Und dann wacht irgendjemand auf. Genau. Jetzt nämlich. Ah, das sieht schon irgendwie richtig schnieke aus, finde ich. Ist auch schon ein bisschen älter wieder. 2 Jahre oder so. Also das Auge sah jetzt geil aus. Das hier sieht schon wieder ein bisschen scheppig aus. Naja, ich bin ja eh nicht so der Grafikfetischist. Ich kann das gar nicht beurteilen. Dann steh mal auf, du Namensloser. Den kennt man nämlich nicht aus Lost. Das ist der Hauptcharakter, den wir hier spielen, der hier seine eigene Geschichte erzählen wird. Aber wie gesagt, ich werde jetzt hier gleich, wenn wir uns kontrollieren können, dann
wenn wir uns kontrollieren können, das können wir ja nicht so oft, dann werde ich hier genau jetzt die Escape-Taste drücken. Och, das hört man auch so schlecht. Die schöne Hauptminimusik. Naja, ich schau mal, ob es jetzt zu leise ist oder zu laut. Ja, zu laut, ganz sicher. Ja, und dann werde ich entweder, also ja, ich werde auf jeden Fall weitermachen oder ich werde auf jeden Fall was an den Einstellungen wahrscheinlich machen. Also, bis gleich, hier erster Cut für Chocobesha. Puh, ja, da bin ich wieder. Also, ist ja mal eine Scheißplackerei. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt passt. Ich versuche das ja hier immer mit meinem River Cola Text jetzt für die, die meinen Mafia 2 Let's Play verfolgen. Aber ganz ehrlich, ey, ich werd daraus nicht schlau hier, wie ich die Einstellung, wenn ich das hier nach da drehe, dann wird's plötzlich so mega laut und dann, wenn ich dann wieder einen nach links, ist wieder mega leise. Das ist auch ganz komisch. Da habe ich das versucht mit der Windows-Lautstärke-Regelung und ja, hast du nicht gesehen. Ich weiß jetzt nicht, ob es besser ist. Ich kann ja auch nicht kontrollieren, ob die Sprache jetzt laut genug ist. Ich habe die extra lauter gemacht jetzt, damit man die Charaktere auch versteht. Und ich halte dann einfach die Klappe, wenn die mal labern. Ja, das Intro habe ich schon mal ein bisschen verhunzt, jedenfalls. Und ich sag mal, wenn es eins gibt, was ich an Let's Play machen ja hasse, dann ist das hier diese Einstellung zu machen und später dann zu sehen, dass es mal so überhaupt nicht hingehauen hat. Und das ist irgendwie ja regelmäßig so. Also unregelmäßig, regelmäßig. Ja, gibt's sowas? Keine Ahnung. Wir nehmen das Spiel wieder auf. So. Wow. Also auf jeden Fall höre ich jetzt hier die Umgebung besser. Das muss aber nichts heißen, weil das Spiel immer die Angewohnheit hat, dass meine Stimme natürlich mega laut klingt. Ich will mich ja selbst auch verstehen. Aber dass das dann trotzdem irgendwie nicht so passt, wie ich mir das dann gerade irgendwie mal vorstelle. So, hier, der Namenlose sagt jetzt. Oder denkt sich jetzt, darin bin ich abgestürzt, ich muss mittendrin herausgesaugt worden sein. Aber wo ist der Rest des Flugzeugs? Ja. Warum kommen hier so unheimliche Geräusche? Das macht mir Angst. Das Spiel ist auch so ein bisschen. Wow, da hatte ich jetzt eben fast Angst. Das Spiel ist auch so ein bisschen horrormäßig, deswegen finde ich das gut, dass ich es jetzt besser hören kann. Oh, ich verschlucke hier manchmal ein paar Laute bei meinen Wörtern. Ist auch nicht mal feierlich. So, gehen wir mal weiter. Mann, was soll denn das? Also hier mit den Geräuschen, das macht mir wirklich Angst. Oh, da steht jemand. Aber Gott sei Dank, den Anfang, die ersten vier Parts, also die erste Stunde, die kenne ich noch. Aber irgendwo habe ich abgebrochen, wo ich richtig Angst hatte. Aber das müsst ihr nicht mehr wissen. Oh, da hängt ja jemand in dem Baum. Aber irgendwas wollte ich hier noch untersucht haben. Ich kann auch schneller laufen. Irgendwas hatte ich hier noch mal gefunden, das weiß ich noch. Es kam doch hier irgendwo. Oder hat das Spiel hier irgendwie was. Oh, mich jetzt erschreckt, weil das gezoomt hat hier, ey. Freut euch schon auf Dead Space 2 Let's Play, sag ich da nur. Neue Aufgabe hinzugefügt. Suche Hilfe. Ich bin beim Absturz verwundet worden und mir schwindlig. Ich muss andere Überlebende und Hilfe finden. Ja gut, da steht ja schon die Frau. Da gehen wir gleich mal hin. Ja, indem wir Escape drücken. Nein, so nehme ich nicht. Wir gehen zurück, indem wir nochmal auf L drücken. Warum eigentlich L? Logbuch oder so? Ja, wahrscheinlich. Ich habe einen ganz, ganz großen Respekt vor so Geräuschen. Leichnam untersuchen. Ein Passagier vom Absturz. Ich glaube, ich sollte mich glücklich schätzen. Was ich auch klasse fand, da stand ja diese Frau und da hing diese Leiche jetzt in den Lianen. Und wo guckt der Protagonist natürlich als erstes hin? Zum Toten. Ja, da sieht man die Sensationsgeilheit von manchen Menschen. Und die Frau ist rückwärts gegangen, hat sich von uns entfernt, warum auch immer. Meine Fresse, hier werden diese Horrorgeräusche voll overused. Und ich finde es cool, in so einem komischen Englisch zu reden. Also so halb Englisch, so Denglisch könnte man sagen. Und jetzt kommt voll Horror, ey. Jetzt hier Eingabe. Ja, und ich drücke auf die Leertaste, super. Eingabe. Nee, das war ja gar nicht Wer Horror, war oder? das? Aber wer war Sehe ich das? Gespenster? Ja, ich hoffe, das war jetzt gut zu verstehen. Also ich bin ja froh, dass ich die Untertitel drin habe. Also falls ihr nichts versteht, dann könnt ihr es immer noch mitlesen. Meine Stimme ist auf jeden Fall klar verständlich. Aber ich werde das dann nach und nach justieren, dass es immer besser wird, hoffentlich. Und dann, warum gehe ich hier eigentlich so langsam? Genau, weil ich hier diesen Schuh, den Schuh wollte ich untersuchen, unbedingt. Jemandes Schuh? Was ist das überhaupt für ein Deutsch? Jemandes Schuh? Ne? Mir fällt nichts Passendes ein, aber was ist das denn für eine Frage, ne? Also von der Formulierung her. Wie kommt ein einzelner Schuh mitten in den Dschungel? Ja, hat da jemand hingestellt. Die Trümmer müssen hier überall verstreut sein. Der Schuh, das ist übrigens auch
etwas, das man gleich in der ersten Folge von Lost sieht. Da hatten sich die Macher gar nichts bei gedacht, der hing da irgendwo in den Bäumen und dann hatten die Fans ja tatsächlich herumphilosophiert, wofür der Schuh stehen könnte. Wem gehört bloß der Schuh? Warum ist der so essentiell wichtig für die ganze Geschichte? Also, das hat richtig Spaß gemacht, Lost zu schauen vor ein paar Jahren, wo es noch kam, jetzt kommt es ja nicht mehr. Und da hier die Theorien mitzulesen oder selbst da mitzuwirken, ich war da ja eher nicht so aktiv in Foren oder so, ich habe mir immer nur selber so meine Sachen gedacht und die waren immer komplett falsch. Aber hier, oh, den kennen wir auch, genau den. Ne? Nee, die kennen wir. Hier die Kate. Also die kenne ich zumindest und alle anderen, die wahrscheinlich Lost gucken, kennen die auch. Also nee, die Lost gucken, die kennen die wahrscheinlich auch so. Und jetzt drücke ich mal Eingabe, damit wir mit Kate reden können. Jesus, du hast mich erschreckt. Ja, ich Ist jemand stand ja bei auch dir? nur ewig bei dir, hier vor dir. So, was sagt hier der Gute? Sagt er das selber oder muss ich das hier drücken? Ah nee, ich glaube, ich muss das immer für ihn formulieren, weil er hat keine richtige Sprachausgabe. Nur so halb. Ich brauche einen Was Arzt. ist los? Du siehst doch okay aus. Ja, das täuscht, das sagen wir auch mal alle. Aber hier der eine Kratzer und hier der nächste und das ist total gefährlich und ich sterbe gleich oder so. Aber auch schön hier seine Brustbehaarung. Ich glaube, ich habe das Gedächtnis Bestimmt hast verloren. du dir den Kopf angeschlagen. Ja, oder ich bin als Kind zu oft auf den selbigen gefallen. Wo ist das Ich Flugzeug? weiß es nicht und ich kann dir gerade nicht bei der Suche helfen. Ja, zu freundlich. Hör mal, hier ist Wasser. Nun lass mich bitte in Ich Ruhe. wollte aber noch die andere Frage da stellen. Oder darf ich nicht? Ui, was kommt denn Verbirgst du jetzt? etwas vor mir? Ach ja, jetzt kommt. Oh, jetzt kommen hier die lustigen Flashbacks. Benutzen Sie in den Rückblenden oder Flashbacks, was sich cooler anhört. Erinnern. Hä? Ach so, das ist ein Kommando. Um die Rückblende noch einmal zu betrachten. Ja, so, super. Und das Spiel speichert. Hier, das kann ich aber vorlesen. Hilfe, Rückblenden. Schießen Sie das passende Foto, um Einblick in Ihre Vergangenheit zu erhalten und sich an alles zu erinnern. Benutzen Sie den Zoom Ihrer Kamera und stellen Sie sich scharf, um das richtige Foto zu schießen. Benutzen Sie die Erinnerungsfunktion, um die Erinnerungsrückblenden noch einmal zu betrachten. Erinnerung. Oh, das ist aber ein blödes Wort zu sprechen, finde ich. Sehen Sie aufmerksam zu, denn diese enthalten den Schlüssel zu Ihrer Vergangenheit. Ja, und zurück geht es wieder mit L, weil. Left verlassen? Nee, das hört sich dämlich an. Leave wäre es dann ja auch. Left ist dann ja die Vergangenheitsform. So, das müssen wir. Ach ja, hier. Oh, wie ging das denn? Möchten Sie etwas Wasser? Hier müssen Sie etwas Aha. bekommen, welche werden Sie Ja, wie man suchen. sieht, sehen wir nichts. Ich bin nämlich zu doof, um den Zoom zu benutzen. Ach, so kann ich noch näher ran. Wie mache ich jetzt die. Ach, dann muss ich. Oh, Möchten Sie etwas Wasser? Hier nicht, aber Sie bekommen welche während des Fluges. Ja, super, dass ich das so gar nicht kann. Mist, verpasst. Ja, das war doch gut. Was wollt ihr? Ich weiß ja, was wir sehen müssen. Das ist ja der einzige Kritikpunkt, den auch die. Also nicht der einzige, Möchten Sie aber etwas der Wasser? größte, den auch namhafte Hier nicht. von der Du musst es Presse hatten. richtig timen. Das Nein, sieht super aus. nein. Komm, nimm Zu das. verschwommen. Ja, klar. Man sieht doch genau, worauf wir hinaus wollen. Hier, seht ihr das? Alle sehen's, nur er nicht. Aber vielleicht müssen wir näher ran. Möchten Sie etwas Wasser? Ah, oh, das macht ja wieder Hier nicht, Spaß aber hier. Sie bekommen welche Schärfe. werden Ich brauche Schärfe. Schärfe. Ich brauche Schärfe. Boah, ey, du regst mich auf, Alter. Ja, das kann sich noch so ein bisschen hinziehen. Wenn hier mal jemand ihren Tipp hat, wie man das am Möchten Sie etwas besten macht, Wasser? dann immer her damit, ich Hier bin für nicht, alles aber Sie offen. bekommen welche Ah, werden viel zu unscharf. Suchen. Natürlich. Ja, Es fällt mir wieder ein. natürlich. Ja, jetzt, ne? Weil man es jetzt ja auch so super geil sieht, ne? Das kann ja auch nichts anderes jetzt sein. Also, ganz ehrlich, ey. Oh, jetzt habe ich nicht mal seinen Namen, ne? Das ist ja das Größte. Hier, ich kann mich nicht mal hier an jemanden wenden, wo ich meine Wut, meine Emotionen loswerden kann. Als muss ich es einfach rausbrüllen hier. Ah, so, wir erinnern uns mit der Leertaste. Möchten Sie ein Glas Wasser? Jetzt kommt es wieder, ey. Möchten Sie etwas Wasser? Ah Haben nee, Sie möchten Sie Saft? etwas Hier Wasser? nicht, aber Sie bekommen welchen während des Flugs. Auf geht's, Schätzchen. Hier, und ihr seht jetzt da, sie hat Handschellen. Das sollte man fotografieren. Habe ich ja auch super gemacht die ganze Zeit, aber er hat wieder nichts erkannt hier. Jetzt kommt hier die Stewardess, die auch Cindy heißt, aber nicht ihr Gesicht geliehen hat, weil, ja, weiß ich nicht. Aber normalerweise sieht die in der Serie anders aus, genauso wie der Marshall, der nach rechts gegangen ist, wo wir gerade nicht hingucken können.
Der hatte auch ein anderes Gesicht in der Serie. Die haben wohl ihr Gesicht nicht für das Spiel geliehen. Ja, warum auch nicht? Das ist ja auch so, als würde man sein Gesicht für ein Porno leihen oder irgendwie so. Ja, die Flugbegleiterin, die wollte mit uns reden, aber wir wollen uns erstmal umgucken, weil hier immer in den Flashbacks sind so Sachen versteckt, die lesen wir uns dann immer erstmal gleich durch. Hier den Rucksack zum Beispiel, den lesen wir uns durch und dann steht da, das ist mein Rucksack, der hat mich schon zu den verrücktesten Orten begleitet. Das ist total wichtig, deswegen erinnert er sich daran, hat ein Erinnerungsdetail gefunden. Ja. Oder konnte ich sogar mit der Leertaste zurück, obwohl da die Rücktaste angegeben war. Oh, anscheinend sind wir noch nicht gestartet, wie es da den Anschein hat. Sondern gucken wir uns hier die Fotos an. Ein Schnappschuss von mir und einer Frau, derselben Frau, die ich im Dschungel gesehen habe. Aber ich kann mich nicht erinnern, wer sie ist. Komisch, komisch. Savo erhält Humanitas-Preis. 7. August 2004. Zoran oder Zoran? Zoran? Zoran einfach. Zoran Savo, Präsident des Chenshei-Forschungsinstituts, wurde heute der Humanitas-Preis der UN für seine Fortschritte in der Gehirnforschung verliehen. Savo, der sich gerade auf einer Sprachreise in Sydney befindet, war schockiert und entzückt von der Ernennung. Ja, das ist schön. Hier kommen jetzt Hilfeanzeigen. Was sagst du denn? Ach, nichts Neues. So, jetzt reden wir mit dir. Du stehst da ja schon lange rum. Oh, wir können sogar die Kann ich linke irgendwas für Sie Maustaste tun? betätigen. Ich könnte einen Whisky vertragen. Und Sie könnten mir sagen, was das soll. Ich könnte einen Es ist Schluck aufregend. Cola Wir haben heute vertragen. einen Sträfling an Bord. Muss ich mir Sorgen machen? Sie ist gut aufgehoben. Ich bringe Ihnen gleich den Whisky. Und anschnallen nicht vergessen. Soll ich Kamera und Laptop für Sie verstauen?